Hallo Mädels, wo guckt ihr denn hin? Ist da was? Borussia, BB2K Airsoft Channel. Ja, die sind ein bisschen steif, da hinten bewegen sich ja kein Stück. Militärische Erziehung, aber was ich ja wirklich sehr interessant finde, was die Mädels da in der Hand haben, das interessiert mich doch mal sehr. Entschuldigung, könnte ich das mal eben haben? Ah, danke, kriegst du nachher wieder. Ja, schönes Teil, oder? Ich denke mal, heute machen wir mal ein Review davon. Und zwar von der Type 97B von Real Sword. Ich, darf euch einfach mal viel, viel Spaß wünschen. Und ich hau jetzt schnell ab. Lass das Intro starten. Nicht, dass die noch mitkriegt, dass sie das Gewehr nicht mehr hat. Also ich bin schnell weg. Da sind wir wieder. Hallo. Ja, und fangen wir gleich an mit dem Lieferumfang von dem Real Sword Type 97B, welches mir freundlicherweise von der Firma Begardi für dieses Review hier zur Verfügung gestellt worden ist. Der Preis der Airsoft beträgt 499 Euro. Den Shop-Link dazu packe ich euch wieder in die Videobeschreibung. Aber ich denke mal, jetzt starten wir mal. Geliefert wird das Real Sword hier in diesem, ja, Real Sword typischen Karton. Und das Besondere, was ich eigentlich richtig schön finde, wie Real Sword die Airsoft-Waffen immer verpackt. Und das sieht man, wenn man den Karton öffnet. So sieht das Ganze aus. Richtig schön in festen Hartschaum verpackt, sodass man wirklich sicher gehen kann, dass hier nichts kaputt geht. Richtig schön gesichert. Und ich denke mal, jetzt machen wir mal ein bisschen Magic und dann packen wir das mal mit Zauberhand aus. Voila, ausgepackt die ganze Geschichte. Magic, wie gesagt. Ja, Lieferumfang, ganz klar. Haben wir zunächst erstmal die Airsoft selber, das Type 97B, hier mit diesem orangenen Flashhider und der Schutzkappe. Schutzkappe lässt sich natürlich abnehmen, wenn man es gut drauf hat. So, rein. So, da ist sie. Wer jetzt denkt, orange Flashhider, nicht so schön, den kann ich beruhigen. Im Lieferumfang ist auch ein schwarzer Stahl-Flashhider mit dabei. Des Weiteren haben wir hier ein Magazin-Laderöhrchen. Leider fehlt bei mir hier der Stab, wird bei euch dabei sein. Dann haben wir hier dieses Ölpapier, das beherbergt stilecht das Stahlblechmagazin. Dann haben wir hier noch, eigentlich auch ist bei jeder Real Sword mit dabei, haben wir hier diese grüne Plastikflasche für Öl. Öl ist hier aber nicht drin. Dann haben wir hier aus Stahl diese kleine Aufbewahrungsbehälter für Werkzeug. Das Werkzeug wird auch benötigt, um die Waffe hier auseinanderzunehmen. Dann haben wir hier einen Chronobericht von der Airsoft, also genau die Seriennummer, die Gearbox, die hier verbaut wird mit der Seriennummer. Und ja, was das Teil leistet. Wir haben hier einen Wert von 1,55 Joule. Ob das stimmt, das werden wir nachher sehen. Ja, und eine Garantiekarte zum Ausfüllen, wenn man möchte. Ein Instruction Manual als Poster, wie man die Waffe auseinander nimmt bzw. wieder zusammenbaut. Und zum Schluss gibt es hier noch eine chinesisch, japanisch und englische Anleitung. Richtig schön gedruckt und ganz toll bebildert. Und ja, der Karton ist leer. Das heißt, das ist der Lieferumfang vom Real Sword Type 97B. Bevor es mit der Airsoft losgeht, noch ein paar Infos zur Real Steel. Die Type 97B, welches eigentlich die exakte Bezeichnung hat, QBZ97B, ist die Exportversion vom chinesischen QBZ95B. Unterschied zwischen diesen beiden Varianten besteht im Kaliber. Das 97B hat das NATO-Kaliber 5,56 mm und das Standard M16-Magazin, während die QBZ95B das chinesische Kaliber 5,84 mm x 42 hat und mehr so ein A&K-typisches Magazin.
Diese B-Variante stellt übrigens die kurze Version des Standard 97 bzw. 95 Assault Rifle dar. Ich blende euch hier oben mal die QBZ 95 ein. Ihr könnt sehen, etwas länger die ganze Geschichte und wir haben hier keinen Frontgriff. Wie man unschwer erkennen kann, handelt es sich hier bei der Type 97B bzw. 95B um eine sogenannte Bullpup-Waffe, also ein sehr modernes Design und reiht sich somit in die Riege der Bullpup-Waffen wie Farmers, Tavor, SA-80 oder was gibt es denn da noch? Genau, die Steyr AUG A1 ein. Bullpup ist wirklich eine sehr interessante Konstruktion, weil dadurch der lange Lauf gegeben ist. Trotz kurzer und kompakter Maße lässt sich die Waffe auch sehr gut in engen Umgebungen führen, ohne dass man mit seinem Lauf irgendwo an einen Türpfosten hängen bleibt. Also richtig genial. Aber kurz zurück wieder zur Type 97. Im Einsatz bei der chinesischen Armee, also das Type 95, man kommt hier echt durcheinander, seit 97. 2010 hat es eine kleine Modernisierung erfahren aufgrund von ergonomischen Problemen. Die habe ich hier auch selber auch beim Airsoft-Modell auch feststellen können. 2010 kam dann das 95-1 raus. Ja, das hatte ein paar Veränderungen, aber darauf komme ich dann später im Review ein. Und ich denke mal, jetzt machen wir weiter mit den Daten zu der Real Steel. So, Datenschirm an und los geht's. Hersteller ist Norinco, wenn ich das richtig gesagt habe. Herstellerland ist China, Modellbezeichnung QBZ97B, ist seit 1997 im Einsatz. Die Länge beträgt 610 mm, das Gewicht 3 Kilo, Kaliber 5,6 mm, Magazinkapazität 30 Schuss, der Rate of Fire beträgt 800 Schuss pro Minute. Ja, und die effektive Reichweite von dem Type 97B oder QBZ 97B oder 95B oder QBZ 95B beträgt 300 Meter. Genau, kommen wir zum Bodycheck und zurück zur Airsoft von Real Sword. Ja, Bodycheck, also absolut außergewöhnlich, Real Sword typisch hier wieder, super verarbeitet. Und das Geniale hier bei der Type 97B ist, diese Airsoft wird auf den gleichen Maschinen mit dem gleichen Material hergestellt wie auch die Real Steel. Das heißt also, alle Metallteile sind hier aus Stahl gefertigt. Und der Kunststoffbody ist wie beim Original aus Polymerkunststoff, also hoch solide und fest verarbeitet. Haben wir hier eine Airsoft, die nicht nur vom Material, sondern auch vom Finish und sogar vom Originalgewicht, ja, dem Original entspricht. Und ja, dank der Bullpup-Bauweise auch hier. Die verbaute Gearbox wurde extra so gebaut, dass sie hier reinpasst in dieses 1:1 Gehäuse und dass wir hier auch ein Original Bullpup-System haben. Dadurch haben wir eine Airsoft, die nur 15 cm kürzer ist als ein M4 Assault Rifle, aber die gleiche Lauflänge hat. Also ultra kompakt und richtig gut zu führen, haben wir hier eine Airsoft, die wirklich was hermacht. Bevor ich mit den Daten weitermache, der Schirm, der lauert da schon in der Ecke, möchte ich noch mal ein bisschen näher rangehen und euch mal das Type 97B ein bisschen näher zeigen. Also von der Verarbeitung richtig genial. Also ihr hört, nichts klappert, nichts wackelt, richtig fest. Alles richtig schön gebaut. Man findet hier keine Spaltgrate oder irgendwelche Nasen von der Beschichtung. Alles richtig, richtig gut. Und ja, ich würde sagen, jetzt drücke ich auf den Knopf und jetzt fahren wir mal den Datenschirm auf und dann zeige ich euch nochmal alle Daten, die ihr benötigt, bevor wir dann in die Details und Funktionen gehen. Hersteller, wie gesagt, Real Sword. Modellbezeichnung Type 97B haben wir hier wie das Original eine Länge von 610 mm, Lauflänge beträgt 363 mm, das Gewicht 3 Kilo,
Kaliber 6mm System SAEG, Magazinkapazität beträgt 130 Schuss und der Powerwert liegt bei 410 FPS bzw. 1,55 Joule. Ja, und ob das stimmt, das zeige ich euch jetzt im Chronotest. Das war der Chrono gewesen und wie der Hersteller es sagt, ist es auch bei mir im Chrono geschehen. Ich liege so bei den 1,55 Joule, mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Also da gibt es nichts zu meckern. Und ja, jetzt geht's los. Und ihr seht, ich habe hier den orangenen Flash-Hider wieder drauf gemacht, denn wir arbeiten uns jetzt wieder durch von vorne nach hinten und wir beginnen mit dem Flash-Hider. Und ich möchte euch an dieser Stelle gleich zeigen, wie ihr den Flash-Hider gegen diesen schönen schwarzen Stahl-Flash-Hider tauschen könnt. Wie bereits erwähnt, wird die Type 97 hier mit diesem orangenen Kunststoff-Flash-Hider ausgeliefert, aber der Wechsel hier zu dem ebenfalls im Lieferumfang befindlichen Stahl-Flash-Hider ist wirklich kein Problem. Diese orangene Kappe ist einfach nur aufgeschraubt und braucht nur wieder abgeschraubt zu werden. Das mache ich mal schnell. So, hier ist sie. Und dann einfach mal den anderen Flash-Hider drauf. Wichtig ist jetzt, hier haben wir nur eine Verriegelung, die müssen wir nach hinten drücken. So, und jetzt können wir den Flash-Hider komplett draufschrauben. Und jetzt suchen wir jetzt eine Arretierung aus, dass es hier einrastet gleich. So, noch ein bisschen. So, jetzt ist die ganze Sache fest. Und der schwarze Stahl-Flash-Hider ist fertig montiert. Und machen wir mit den Daten weiter zu diesen Trompeten oder besser gesagt raketenförmigen Flash-Hider. Der hat einen 14 mm Negativgewinn. Das heißt also, man kann das ganze Ding hier auch komplett abschrauben. Das zeige ich jetzt auch nochmal schnell. So. Hier ist das 14 mm Negativgewinde. Hier ist hier diese kleine Rakete. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr hier natürlich auch einen Schalldämpfer drauf machen. Das gibt der 97B auch einen richtig coolen Look. Kommen wir zum Lauf. Hier kann man bei der Typ 97B nicht gerade sehr viel sehen. Der Außenlauf besteht aus Stahl, ja, und das ist hier nur dieses kleine Stück. Aber er ist natürlich länger. Er geht hier rein. So, 363 mm und endet hier an der Gearbox. Wir haben also einen ziemlich langen Lauf und auch der Inner Barrel hat auch die gleiche Länge wie der Außenlauf. Das sieht man hier. Da ist der Inner Barrel und das ist eine richtig schöne Sache. Wir haben also eine kurze, kompakte Waffe mit einem schönen, langen Inner Barrel. Ich schraube den Flash-Hider mal wieder rauf, damit die Waffe wieder komplett ist. Und ja, es rastet es ein. Machen wir weiter hier vorne. Jetzt kommt ein Feature, was ich richtig gut finde, besonders als Sammler. Wir kommen zum Gasregulator. Das ist ja einfach nicht nur so angedeutet, sondern der Gasregulator lässt sich auch wirklich wie beim Original einstellen. Hat jetzt keine Auswirkung auf die SAEG, aber ist ein nettes Spielzeug. Ja, wie funktioniert das? Wir haben hier an der Frontvisierung hier diesen Knopf. Wenn ich den reindrücke, entriegelt sich die ganze Geschichte. Und jetzt kann ich den Hebel hier umstellen, so bis es einrastet. Und dann haben wir das Gas reguliert. Die Vordervisierung besteht komplett aus Stahl und lässt sich in der Höhe und in der Seite verstellen. Das Werkzeug für die Höhenverstellung ist bereits im Lieferumfang enthalten. Aber was mich wundert, hier das Werkzeug für die Seiteneinstellung ist nicht dabei. Kann man sich aber bei Bedarf nachkaufen, aber so dringend notwendig ist es eigentlich nicht. Die hintere Visierung aus Stahl lässt sich weder in Höhe und Seite einstellen, hat aber dennoch vier Einstellmöglichkeiten, was die Kimme angeht. Die erste Einstellung ist die Standardkimme. Durch einfaches Kippen kann man jetzt die erste Lochkimme einstellen, hier mit der Nummerierung 1. Und jetzt wird es spannend. Jetzt nimmt man ja an, wenn ich jetzt kippe, kommt Lochkimme Nummer 2, aber es kommt Lochkimme Nummer 3, warum auch immer. Ein nächster Klick bringt mir Lochkimme Nummer 4 und beim nächsten Klick bin ich wieder bei der Standardkimme angelangt.
Bleiben wir oben und machen wir weiter mit dem Tragegriff. Der Tragegriff ist ja nicht nur zum Tragen da, sondern der hat auch noch eine andere, ein anderes Feature. Und zwar, das sieht man hier. Hier ist eine Aufnahmemöglichkeit für Zieloptiken. Einziger Nachteil ist, hier können nur im Auslieferungszustand Optiken mit einer 97er Montage angebracht werden. RealSword bietet euch aber einen Picatinny-Adapter an, den braucht ihr hier nur reinstecken und festschrauben und dann könnt ihr wie gewohnt eure Standard-Lieblingsoptiken anbringen, so oft und so lange wie ihr wollt. Drehen wir den Tragegriff, kommen wir zum nächsten Highlight oder Feature und zwar, das ist hier diese, diese kleine Nase hier. Das ist der Ladehebel. Ich finde, das Ganze erinnert stark an das alte Armalite A10 Sturmgewehr, oder? Ich blende euch das hier oben mal ein. Der Ladehebel lässt sich jedenfalls bewegen und wie ihr sehen könnt, geht hier hinten auch der Fegverschluss zurück. Leider lässt sich die ganze Sache nicht arretieren, was die Hop-Up-Einstellung etwas leichter machen würde, denn hier hinter befindet sich das Hop-Up-Rädchen. Und da sind wir ja gleich beim Hop-Up. Der Fegverschluss aus Stahl geht leider nicht sehr weit nach hinten, sodass ich hier mit meinen Wurstfingern schon richtig Probleme habe, hier das Rädchen zu drehen. Aber mit Geduld schafft man das schon und ich muss ja sagen, so ein Hop-Up-Rädchen stellt man ja auch nicht jeden Tag aufs Neue ein. Ich habe mal aufgeblendet, um euch nochmal die Type 97 im Komplettpaket zu zeigen, denn jetzt geht es um den Buddy. Der Buddy besteht, wie bereits erwähnt, aus sehr hochwertigem Polymerkunststoff, genauso wie das Original und wird euch nicht so schnell kaputt gehen. Und ja, gehen wir mal nach vorne und schauen wir uns den Frontgriff an. Ich nehme mal die Type 97 wieder vom Tisch, denn Frontgriff lässt sich besser erklären, wenn ich das mal so richtig in der Hand halte. Der Frontgriff geht genau hier vom Trigger Guard ab und hat hier diese ergonomische Daumenauflage. Dadurch lässt sich die Waffe sehr gut in den Anschlag nehmen und gut festhalten. Einziger Nachteil ist, diese wunderschöne Daumenauflage finden wir nur auf der linken Seite und nicht auf der rechten Seite. Heißt also, leichte A-Karte hier für den Linkshänder. Aber mit ein bisschen Gewöhnung geht das natürlich auch. Man kann die Waffe nicht so halten, dass ich hier den Daumen richtig reinstecke, weil ich dann Probleme habe, hier mit dem Abzugsfinger an den Abzug ranzukommen. Also man muss schon die Waffe so halten. Der Frontgriff ist abgehakt, machen wir weiter mit dem nächsten Griff. Der besteht natürlich auch aus Kunststoff, ist wirklich sehr gut anzufassen. Und hier haben wir den Abzug, der besteht auch aus Kunststoff und oberhalb von dem Tragegriff, den Standardgriff und den Frontgriff, so viele Griffe haben wir hier, es ist total griffig die Waffe, haben wir hier, hier zwischen einen Platz und der ist für den Akku, aber dazu kommen wir später. Machen wir mal weiter mit dem Magazinlöseknopf. Ihr wisst, ich bin kein Freund von Anleitungen und ich kannte das Type 97B nicht so. Und ja, ich war auf der Suche nach dem Magazinlöseknopf. Ich zeige euch mal die Waffe rein. Könnt ihr erahnen, wo der Magazinlöseknopf ist? Ich drehe mal um. Na, kann es jemand schon herausfinden? Also ich habe wirklich lange überlegt. Und denn nur durch Zufall habe ich hier das hier gesehen. Das sieht aus wie ein Pin zum Lösen, um die Waffe auseinanderzunehmen, aber das ist wirklich hier der Magazinlöseknopf. Und das ist das erste ergonomische Manko an dieser Type 97B, was nicht nur ich herausgefunden habe jetzt in langer Zeit, sondern das Problem war generell bekannt. Habe ich schon gewundert. Habe mich schon gewundert. Okay, warum ist es so kompliziert? Also erstmal ist es ziemlich klein. Hier hinzukommen, wenn ich jetzt die Waffe hier in den Anschlag nehme und möchte jetzt das Magazin wechseln, wie mache ich das jetzt am einfachsten? Wenn ich jetzt nicht die Schusshand nehme, sondern die andere, muss ich hier irgendwie zwischengreifen und hier richtig doll reindrücken. Das ist wirklich richtig schwer. So, jetzt habe ich es draußen. Also so ein Wechsel ist nicht richtig einfach. Ich kann natürlich auch die andere Hand nehmen. Das geht auch ein bisschen besser. Also abnehmen, rausziehen, das geht wesentlich besser. Aber ich habe halt die Schusshand, nehme ich weg, macht sich nicht so günstig und man muss die ganze Sache wirklich üben. Das ist das erste ergonomische Feature, was mir nicht so gefällt. Nächste Ding,
ist das hier. Was mich hier bei dem Fire Selector stört, erstmal optisch sieht er irgendwie aus wie ein Eierwecker, oder? Ich blende euch da mal einen Eierwecker ein. Verdammte Ähnlichkeit. Nee, auch die Positionierung von dem Fire Selector ist hier auch so ein bisschen fragwürdig. Und zwar, wenn ich jetzt die Waffe nämlich hier einen Anschlag habe, so, und ich habe jetzt mal Bock, den Feuermodi zu ändern, gehen wir mal davon aus, ich könnte hier Automatik schalten oder lassen wir es auf Semi. Ja, muss ich hier zwischen meiner Schulter irgendwie rumpuppeln. Das ist hier nicht so gut. Und was ich auch gelesen habe, wenn man hier einen Trageriemen anbringt, das kann man nämlich hier hinten, kann es nämlich sein, dass durch den Trageriemen hier auch gerne mal der Fire Selector wie von Zauberhand sich selber verstellt, gerne mal in den Safe-Modus, und das ist natürlich bei so einem Spiel nicht so gut. Ich hole mal das Magazin raus und da ist der Knopf. Ah, so, hier haben wir das Magazin. Schauen wir uns das Magazin an. Also ich denke mal, wir schauen uns mal das Magazin an, oder? Es ist Time for the Magazine. Time Magazine. Okay. Magazin, Real Sword, Type 97, besteht komplett aus Stahlblech, also das Gehäuse, hat eine Kapazität von 130 Schuss und wartet mit Original-Markings auf, und zwar hier am Magazinboden. Dort sehen wir Type 97, 5,56 mm und Magazine. Apropos Markings, Markings hat natürlich die Waffe auch, das zeige ich euch, und zwar hinten haben wir Type 97 und unten eine Seriennummer, die ist individuell. Der Bruce hat also zurzeit die Nummer 761. Also wer die Waffe hier später irgendwann mal von Begadi kauft und hat die 761, der weiß, die hat der Bruce schon mal betatscht. Was fehlt hier noch? Wo ist das F? Wo ist der Begadi Importeur Markings Logo Gedöns? Das finden wir hier irgendwie, wo ist denn das? Das hat Begadi freundlicherweise richtig gut versteckt, und zwar hier, da, schön unten am Boden eingelasert, das F und das Begadi-Zeichen. Das freut den Sammler und gibt von mir, ja, ich habe es schon gemacht, aber ich mache es nochmal, einen Daumen hoch. Ich mache das Magazin wieder rein, dann ist die Waffe wieder komplett, und wir kommen jetzt, ja, wir sind jetzt hinten angekommen, und das möchte ich euch auch noch zeigen, bevor es zum Akkueinbau kommt, die Schaffkappe. So sieht sie aus, die besteht aus Hartgummi, ist sehr schön geriffelt, ja, und ja, fügt sich geschmeidig an meine Schulter an. Also, was so eine Schaffkappe so machen soll. Kommen wir zum nächsten Punkt, Akku einbauen. Das ist wirklich ein wahrer Spaß. Ja, baue mir den Akku mal ein, und dazu lege ich die Waffe wieder auf den Tisch. Durch die Bullpup-Bauweise und das Einhalten der Originalmaße ist das Einsetzen eines Akkus mehr mit dem eines Einbauens zu vergleichen. Der Akku findet hier im vorderen Teil der Airsoft Platz. Und wie kommen wir jetzt da ran? Ganz einfach, wir haben jetzt hier diesen Pin, den müssen wir einmal reindrücken. So. Und auf der anderen Seite rausziehen. Jetzt müssen wir den Griff ein Stück nach vorne schieben und nach hinten ausklappen. Und dann wird der Weg hier für den Akku frei. Nun kommen wir zum interessanten Teil, dem Platzangebot. Und der sieht hier etwas bescheiden aus. Dank der Abzugsstange, die hier in diese Trigger-Einheit eingefädelt werden muss, ist der Platz so ein bisschen bescheiden. Real Sword hat aus diesem Grund auch einen eigenen Akkutypen für die 97 hergestellt. Ich blende euch den mal ein, sieht sehr, sehr interessant aus. Also ihr müsst darauf aufpassen, was ihr für Akkus reinpackt. Ich habe hier einen 7,4 Volt Lipo-Akku, der ist so klein, der funktioniert eigentlich ganz gut und passt hier genau hier zwischen. So, ich mach's mal rein. So, der passt also genau zwischen. Wir müssen einfach nur darauf achten, dass hier dieses Kabel jetzt hier nicht an der Trigger-Einheit gegenkommt, weil sonst kann die Abzugsstange hier nicht reingesteckt werden. Und das ist dieses Frigglige. Also man muss hier das Kabel befestigen, muss darauf achten beim Einsetzen, dass die Stange hier nicht irgendwie behindert wird durch Kabel oder Akku. Und das ist wirklich ganz spannend, und ich baue das jetzt mal für euch zusammen. Das Balancer-Kabel popel ich mal hier in den Griff rein, sodass der schon mal nicht die
Abzugsstange behindern kann. So, und jetzt kommen wir zum ganz interessanten Part. Also wichtig ist wirklich, dass das Magazin hier rausgenommen ist und sich wirklich keine Kugel mehr in der Waffe befindet. Denn wir können den Akku nur zusammenbauen, wenn der Feuerwehrselektor nicht auf Safe ist, sondern auf Schussbereitschaft. Das hat den Grund hier, die Abzugsstange, die lässt sich nämlich nur bewegen, wenn die Sicherung hier deaktiviert ist. Wenn ich die Sicherung aktiviere, lässt sich die Stange nicht bewegen. Und wir brauchen hier eine bewegbare Stange, weil wir ja den unteren Teil hier wieder in diese Lasche einfädeln müssen. Also alles sehr, sehr tricky. Und ich mache das jetzt mal. Ich schließe jetzt den Strom an. Es kann also nicht vermieden werden, dass jetzt hier ein Schuss ausgelöst wird. So, jetzt muss ich aufpassen, dass hier die Sicherung drinne bleibt. Ich die Stange richtig halte. Und jetzt muss ich mal sehen, dass ich es hier wieder reinkriege. Das ist wirklich eine Geschichte, wo ich sehr, sehr oft das S-Wort gesagt habe. Das ist wirklich nicht schön die ersten Mal. Und ihr seht jetzt auch, ich habe jetzt hier schon Schwierigkeiten, das hier alles so reinzupupeln. So. Jetzt muss ich das ein bisschen nach hinten schieben. Und jetzt muss ich hoffen, dass, wenn ich das jetzt hier reinschiebe, dass die... siehst du, jetzt geht es wieder nicht. Dass die Federführung, dass die Abzugsstange, die ist jetzt nicht richtig drin, ne? Oder? Das stimmt jetzt hier wieder. Dieses Kabel klemmt jetzt hier wieder. Also mal gucken. Ja, es ist wirklich manchmal echt zum... zack, jetzt hat es geschossen. Das heißt also, die Stange ist drin. Und jetzt kann ich den Bolzen hier wieder reinstecken. Jetzt nochmal gucken, ob es funktioniert. Einwandfrei. Also ihr merkt, Einbau ist wirklich richtig tricky und man muss wirklich starke Nerven haben beim Einbau des Akkus. Akku ist eingebaut. Super klasse, dann würde ich sagen, können wir ja mit dem Schusstest anfangen. Magazin ist geladen mit 0,25 Gramm Bio-BBs. Ich begebe mich jetzt nach draußen und schieße auf 35 Meter mit der RealSword Type 97B. Ich wünsche euch dabei viel, viel Spaß. So, Schutzbrille auf und jetzt geht's nach draußen. Schauen wir uns das Field Stripping von der RealSword Type 97B etwas genauer an. Und das Schöne, es ist genauso wie bei der RealSteel QBZ 97. Die ganze Sache wird hier von ein paar Pins gehalten. Und ja, Voraussetzung hier bei der Airsoft-Variante ist, dass der Fire Selector hier auf der Position 1 ist. Und da sind wir zu der nächsten Voraussetzung. Wir müssen aufpassen, dass die ganze Sache hier safe ist. Dazu muss erstmal das Magazin entnommen werden und es muss sichergestellt werden, dass sich im Inner Barrel keine BB mehr befindet, denn wenn hier ein Akku drin ist, ist es nicht zu vermeiden, dass ein Schuss ausgelöst wird, da wir hier den unteren Teil etwas nach vorne schieben müssen und dadurch die Abzugsstange bewegen und dadurch wird halt ein Schuss ausgelöst. Also bitte vorher achten, dass die Waffe clean ist. So, machen wir weiter. Wie gezeigt beim Akkuwechsel müssen wir erstmal diesen Pin hier reindrücken. Dann können wir den hier auf der anderen Seite abziehen. So. Dann den unteren Teil nach vorne schieben, aushaken. Dann haben wir die Sache auch gelöst. Das nächste hier ist dieser Pin hinten, der wird jetzt reingedrückt. So. Und dann können wir mit Hilfe von dem Ladehebel den unteren Teil rausziehen. Dazu einfach hier den Ladehebel betätigen. Und jetzt können wir den unteren Teil abziehen. So.
Dann können wir den auch rausnehmen. So sieht die ganze Geschichte aus. Jetzt haben wir ja schon einen Blick auf die Gearbox. Kommen wir aber auch noch nicht ganz ran. Jetzt müssen wir erstmal den Tragegriff rausnehmen. Dazu hier wieder den Ladehebel betätigen. Und dann können wir hier auch den Tragegriff abziehen. Moment. Na. So, jetzt haben wir den Tragegriff rausgenommen. So haben wir die Type 97 erstmal auseinandergenommen, ohne Hilfe von irgendwelchen Werkzeugen. Und damit wir jetzt an die Gearbox rankommen, brauchen wir Werkzeug, und zwar eigentlich nur einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Und den setzen wir jetzt genau hier an. Damit lösen wir hier den Fegverschluss. So, jetzt können wir den abziehen. Und jetzt kommen wir immer näher an die Gearbox. Um jetzt die Gearbox rauszunehmen, fehlt jetzt nur noch eine Schraube, und die befindet sich hier, und die müssen wir einfach nur lösen. Und jetzt lässt sich die Gearbox einfach rausnehmen. Jetzt müssen wir hier vorher noch die... Halt! Eins haben wir noch vergessen. Wir kommen hier nicht so ganz ran. Wir müssen jetzt diese Schraube hier noch lösen. Und zwar ist ja hier immer noch die Abzugsstange dran. Und die muss erst vorher abgeschraubt werden. Dann müssen wir erstmal auch nochmal diese Schraube hier lösen. Dann machen wir den Fire Selector auf A. Ziehen den Abzug. Und jetzt können wir das Ganze hier raushebeln. So. Und jetzt können wir endlich die Gearbox wirklich rausnehmen. Hier noch den Sache hier mit dem Teil. So. Vorne rausschieben. Und hier haben wir die Gearbox. Und die schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Kurzes Wort zur Gearbox, wie gesagt. Die sogenannte T1 Gearbox ist eine Eigenentwicklung von Gilsford mit dem Ziel, die Originalabmessung von der echten Type 97B einzuhalten, also dass das Ganze hier richtig gut reinpasst, ohne dass hier irgendwas verändert werden oder getrickst werden muss. Zu den Features von der Gearbox gehört eine M120 Tuning-Feder, ein Schnellwechsel-Federsystem, mit dem man hier die Schraube löst, dann kann man die ganze Sache rausnehmen, aber vorsichtig, das springt euch wirklich gleich ganz doll entgegen. Dann haben wir hier noch ein Anti-Reverse-Latch zum Lösen eines Gear-Jams oder wenn zur Schonung die Airsoft länger gelagert werden soll. Ja, und ein kleines Gimmick hier, auf der Gearbox befindet sich auch eine eindeutige Seriennummer. Und diese Seriennummer finden wir auch wieder auf den Begleitschein, was ich euch am Anfang von dem Review gezeigt habe. Ja, das waren so meine Worte. Mehr möchte ich auch nicht darüber verlieren. Ich denke mal, ich baue jetzt die ganze Sache wieder zusammen und dann geht es weiter mit dem Pro und Kontras. Pro und Kontras von der Realsword Type 97B, würde ich sagen. Ja, und fangen wir mit den positiven Geschichten an. Das hier ist wirklich ein 1:1 Nachbau von dem Original QBZ97B. Länge stimmt, Abmaße stimmen. Hier wurde nicht getrickst, dass die Gearbox reinpasst. Hier hat Realsword extra eine Gearbox gebaut, damit es reinpasst. Und das ist richtig toll. Die Materialien sind identisch wie bei der Realsteel. Auch die Maschinen bei der Produktion sind die gleichen, die verwendet worden sind. Und so hat man optisch hier wirklich den Eindruck, hier eine echte Waffe vor sich auf den Tisch zu haben. Und auch das Gewicht stimmt überein. Also absolut der Hammer, der Sammler ist absolut begeistert. Auch haben wir hier die Markings drauf, auch mit einer universellen Seriennummer. Das F und das Importeurlogo wurde schön dezent hier unten versteckt und nicht mit weißer Schrift, sondern einfach nur reingelasert in das schwarze Material. Richtig genial. Die Verarbeitungsqualität ist nicht nur optisch genial, sondern auch was das Innere angeht, die Leistung. Top, Präzision, top. Ich konnte richtig gut schießen auf 35 Meter, war richtig begeistert. Das Tolle ist, wir können hier Standard M16 Airsoft Magazine verwenden von jedem Hersteller. Auch hier das universelle Begadi M16 Magazin passt hier.
Ohne Probleme und ja, ich denke mal, das waren so die positiven Geschichten. Kommen wir zu den negativen Geschichten und fange ich hier oben an. Hier lässt sich nicht ohne weiteres eine Optik aufbringen. Hier brauchen wir sozusagen einen Picatinny-Adapter, der auch bei RealSword erhältlich ist. Aber das ist halt hier 1:1 Nachbau. Heißt, hier ist also auch bei der echten kein Picatinny vorhanden. Dann haben wir das Problem mit dem Akkuwechsel. Das ist wirklich sehr, sehr tricky und erfordert Nerven, das zu machen. Aber ich denke mal, wenn man das wirklich öfters macht, wird es mit der Zeit immer, immer besser. Nächster Punkt, und das ist auch geschuldet, dass es ein 1:1 Nachbau ist, sind die Bedienelemente. Die sind ergonomisch hier nicht so gut angebracht, sodass wir Probleme haben mit dem Magazinwechsel und auch mit der Verwendung des Fire Selectors. Da muss man sich einfach dran gewöhnen. Ich denke mal, das waren so alle negativen Punkte. Naja, der Preis 499 ist vielleicht auf den ersten Blick auch nicht ohne, aber ist auch eine hochwertige Waffe und ich denke mal, das ist jetzt genau der Punkt, um weiterzumachen mit meinem Fazit bzw. mit meiner Kaufempfehlung. Kaufempfehlung, Fazit. Also mit der Type 97B habt ihr wirklich eine sehr kompakte und sehr solide Waffe in der Hand, die auch rein optisch mal richtig auffällt bei der ganzen Flut von Zigtausenden von M4 und M60 Modellen. Ich möchte echt mal wirklich wissen, wie viele M4 Modelle es eigentlich auf der Welt gibt. Unsagbar viele, und das macht das M4 leider auch extrem langweilig für mein Gefühl. Den Spaß, ich habe, muss ehrlich gestehen, ich habe immer noch kein M4 bei mir zu Hause, weil ich finde das einfach tierisch langweilig. Und da ist ja dieser Asiate hier wirklich sehr, sehr erfrischend anders. Die Bullpup-Bauweise macht das hier wirklich sehr kompakt, habe ich schon gesagt. Und RealSword-mäßig haben wir auch eine Top-Verarbeitung, eine Top-Qualität. Sehr präzise, sehr leistungsstark, und das hat auch seinen Preis. 499 € möchte der Shop für diesen Exoten haben. Aber ja, Exotik kostet halt etwas mehr, und bei RealSword könnt ihr euch wirklich sicher sein, dass da das Geld eigentlich ganz gut aufgehoben ist. Out of the box geht die ganze Geschichte hier sofort präzise los. Wenn man mal davon absieht, dass es hier mit dem Akku ein bisschen tricky ist, den hier reinzukriegen, und man sich hier mit den Bedienelementen am Anfang ein bisschen rumschlagen muss. Also vorher Magazinwechsel ein wenig üben, dann dürfte es auch beim Spiel ganz gut funktionieren. Ja, das war mein Kauf und mein Fazit. Und ja, ich habe einen kleinen Wunsch. Ich würde diese Waffe super gerne als Gas Blowback sehen. Könnt ihr euch vorstellen, das Ding als GBB so richtig schön mit so einem ordentlichen Kick, das wäre absolut der Hammer. Und es wäre auch toll, wenn RealSword vielleicht eine 97-1 rausbringen würde, also wo die Ergonomie auch stimmt, der Fire Selector nach vorne gelegt wird und hier der Magazinknopf ausgetauscht wird gegen diesen Magazinlösehebel, dann wäre das wirklich eine richtig ideale Waffe. Aber so gesehen freue ich mich, dass es Exoten auf dem Airsoft-Markt gibt, und das Ding hier ist definitiv ein Exot. Und das soll auch mein letztes Wort hier zu dem Review gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Review. Ich hatte jedenfalls richtig, richtig Spaß gehabt. Und ja, ich möchte mich nochmal bei Belgardi bedanken, dass ich dieses Gewehr hier bekommen habe für einen Test. Es gibt auch noch eine längere Variante, Type 97. Das bekommt ihr auch bei Belgardi, auch zu dem gleichen Preis. Und ja, schaut doch einfach mal vorbei, was es bei Belgardi so gibt. Ich werde jetzt hier das Type 97B nehmen, mich verabschieden und mich nochmal bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Review wiedersehen. Macht's gut, euer Bruce. Und wenn ihr Bock habt, hinterlasst mal einen Kommentar. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, hier an der Seite gibt es einen Knopf, da kann man drauf drücken, aber leider nur, wenn man am Desktop sitzt. Beim Smartphone funktioniert das irgendwie nicht. Da müsst ihr euch schon ein bisschen mehr Mühe geben, aber ich würde mich freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und meinen Kanal abonniert. Macht's gut, euer Bruce. Ich bin raus.